Das ist schon ernst, ich wollte meine Mütze kurz absetzen. Kannst du mal ganz kurz. Ja, komm mal so. Ja, du hast doch gerade gesagt, lass die Finger von den Drogen. Jetzt erzählst du uns eine Minute später, du hast dann gekippt. Ich weiß schon. Ich hab nur mal 3-4 Mal am Viel zu wenig, viel zu wenig. Kann ich ja mal mitkippen, ist viel zu wenig. Man muss die Finger lassen von dem ganzen anderen Zeug. Ekstasie. Wir sind jetzt ein Teil, wir sind jetzt 3. Du, Christian, Katrin. Oh, Ekstasie kann auch bewusster als die Weisung füllen. Ja, und auch bald. Die Brust macht es gibt. Ja. Ja. Genau. Guck mal, noch eins. Und zwar immer. Ich will fucken. 21. Januar. Ich töte sie fucken. Ich töte sie fucken. Ich will fucken. Nicht wahr? Ich will fucken. Haben Sie doch auf die Zettel geschrieben gehabt, in Köln. Ja, haben Sie doch so Zettel gehabt, wo Sie geschrieben haben, was sie sagen können zu den Frauen. Ja, ja, ja. Ich will fucken. Ich töte sie fucken. Da haben sie sich so ein Gesicht ins Land. Ey, Köln noch fast direkt, Mann. Mit ausdrücken, Alter! Sorry. Auch eine Medizin. No, wo waren wir? Ist das Windows? Jo, Windows 7. Und, wie ist es so? Es ist komfortabel, ich mag Windows 7. Ja? Ich mag Windows 7, aber ich mag Linux lieber. Ja, ich mag Linux auch immer lieber. So, was denn? Rest in Peace, David Bowie. Der kann auch richtig gut Gitarre spielen. Ja. Guck dir das mal an. Kein Mitleid mehr empfinden, wenn jemand stirbt irgendwie. Das ist normal. Weil ich genau weiß, dass es weitergeht und ja. Ich immer denke, dass, naja, vielleicht wird die nächste Inkarnation schöner. Besser. Thank you.
gerade schön weiß, das heißt, das ist total scheiße. Keine Farben. Gucken wir an, was für ein Gott ist. Guck mal raus, die anderen sind alles schwarz. Alle schwarz, immer. Nur schwarz, da muss ich nicht mal einreden. Und du hast ein Teleskop. Ja. Der hat ein Teleskop und beobachtet die Sterne. Du hast ein Teleskop zu Hause. Karl auch. Ich hab auch eins, aber ich hab's noch nicht ausgesucht. Ich hab's gar nicht gesehen, ich wollte schon mal und ich hab's schon hingekommen. Mach mal noch. Schwierig, wir mussten uns erstmal im Sommer über kennenlernen und im Winter und weißt du, und jetzt im Frühjahr können wir das nochmal geordneter angehen. Ich denke, das wäre wirklich schön. Ja, das wird so. Gevatter Mond, guck, alles ganz neu. Ich mag das so. Ist nicht neu, es hat nur keiner gesehen. Wisst ihr, die Filmchen schaut sich kaum jemand an. Da wurde nichts gesagt. Kennst du Crowd 777 oder 777? 777? 777 Crowd? Die Moonaways? Nein. Ey, guck dir erst mal an. Mach das mal. Crowd? Das ist total krass. Crowd 777, also 3x7. Hm. Oder such einfach nach Lunawaves. Lunawaves. Crowd. New, all five Lunar Wave Hologramm. Ja, sowas, das zum Beispiel, egal. Nein, und. Welcome to the Crow Discovery Project. Wow. And this clip is a big deal to me. It contains the most important footage I've ever shot, and it ends an era of argument. Nee. Englisch geht gar nicht mehr. Englisch geht nicht mehr. Warum geht Englisch? Ja. Heißt ein. Das sind Empfindungen in mir, ja. Also wie du merkst, der wird jetzt übel schlecht, komme ich ein Signal für mich ausmachen. Okay. Nicht, geht gerade nicht. Ganz normal. Okay. Ja. Weil wir waren ja jetzt hier beim Guru und ich war und ich wollte noch diese eine. Wo war er denn? Da. Das Wurmloch. Das war wichtig. Wir sind am Arsch. Das hat er. Wir sind am Arsch.
die Gesellschaft zerbröselt in ihre Einzelteile. Vereinzelung, immer mehr Single-Haushalte, immer mehr Einsame. Jeder dümpelt vor sich hin alleine, nicht wahr? Wir haben keine Werte mehr. Wir haben keine Identität, wir Deutschen. Wie scheitern wir? Wir haben nicht mal Rohstoffe, nicht wahr? Ja, das ist wohl. Ja. Das alles anbauen. Ja. Wir müssen Rohstoffe anbauen. Verbrecher gemein machen, um an Rohstoffe zu kommen. Jetzt machen sie sogar mit dem Erdogan gemeinsame Sache, nicht wahr? Jetzt fährt tatsächlich Angela Merkel zum Arschkriechen zum Erdogan, der kritische Journalisten wegsperren lässt, ja, nicht wahr? Der so eine Art drittes islamisches Reich jetzt da aufbaut, der möchte gern, nee. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch, die Deutschen. Familie gründen kann auch keiner mehr, nicht wahr? Früher hat man gesagt, lern einen Beruf und dann hast du dein Leben, bist du abgesichert. Gell? Heute weißt du doch nicht mehr, was in 5 Jahren ist. Ja, heute weißt du doch keiner mehr, was in 5 Jahren ist. Ich war Familie gründen, wer kann das heute noch? Irgendein verbeamteter Lehrer oder sowas. Oder sonstige Finanzbeamte. Oh, das sind 3, ey. Ich muss ja auf der Kutscher das Leiter sein. Der Hund. Ja. Nein, aber ich bin ja auch so ein Eier. Planen kann man mit dem Hund. Ja, ich Job-Hopping, Partner-Hopping. Die Studenten und die jungen Leute nehmen heute Amphetamine, nicht wahr, dass sie noch mithalten können. Die Geschwindigkeit, der Druck ist so groß geworden, nicht in der Arbeit, ja, das in der jungen Leute werden krank, werden hören. So was gab es vor 30 Jahren. Hast du deine graue Hose nicht? Depressionen. Nicht ohne. Alles tun, alles tun. Nee. Der ist wahrscheinlich auch wärmer. Ja. Die Sonne. Und heute Abend wolltest du. Container? Ja, bestimmt. Ich sage, wir haben nichts da anderes drin. Na, dann sag nochmal Bescheid. Ja, wenn noch es mal 10 wird. Mach doch mal noch ein Jahr. Na klar. Wir werden
kann nur eins sagen, er hat eigentlich Ausweis zu Tamian. Okay, und so etwa muss einfach mal da oben sein. Halt dich auf dem Laufenden. Halt dich auf dem Laufenden. Der Mensch und der metastasiert. Ja, der Mensch ist sogar schon in den Südpol metastasiert. Ja, nicht wahr? Nein, halt endlich auf Kinder zu kriegen, euch zu vermehren, wie die Bekloppten. Ich weiß, das Ficken macht euch Spaß. Ja. Das Ficken macht euch Spaß und die Mütter haben ihren macht keinen Spaß. Die haben ihren Mutterinstinkt. Die wollen abwerfen. Aber es ist gestickt. Ja. Und Ficken ist das. Das ist der Buch. Wir nicht mehr weiter. Wir sind 7 Milliarden. Wir sind jetzt 7 Milliarden. Nicht wahr? Vorhin habe ich einen Bericht gesehen. Über Astrophysik und Kosmologie und so, nicht wahr? Dann haben sie auch auf die drängenden Probleme unserer Zeit hingewiesen. Die Zerstörung der Umwelt und so. Die Überbevölkerung und so weiter. Und dann war das Fazit, ja, wir müssen in den Weltraum. Ja, scheiße, was? Ja, glaubst du denn, dass wir zu Wort kommen, nicht glauben, dass wir über das Sonnensystem hinauskommen? Nicht wahr? Das ist doch alles dummes Zeug in diesem Filmchen da bei N24 und wie der Scheiß da heißt. Ja, oder wenn dann immer klassisch, das haben sie seit ein paar Jahren, haben sie das in diesen Sendungen, in pseudowissenschaftlichen Sendungen auf TM-Niveau, dann kommt sie mit den Meteoriten, die das bitte so mit Asteroiden, ich war ja klar, das kann schon passieren, dass in dem hier mal wieder einstehen. Alle paar Millionen Jahre Kraft kann Kilometer Ding hier runter und löscht das. Die Hälfte alles Lebens aus, nicht wahr? Wenn es ganz blöd kommt, das kann man immer nicht ändern. Das mache ich auch im Sommer. Und dann kommen sie immer mit, wir müssen die Erde verlassen. Ja, wohin denn? Ja, ich sag euch eins, wir werden nicht hinauskommen über den Mars. Ja, wenn wir mal Marskolonien haben, in 50 oder 100 Jahren, wenn wir eine Marskolonie haben, okay, vielleicht auf dem Mond noch ein paar Rohstoffe abbauen, aber wo sollen wir denn hin? Ja. Okay, jetzt haben sie einen Planeten entdeckt, der erdähnlich ist. Kepler 8b. Ich war, der ist 500 Lichtjahre weg. Ja, der Planet, so cool. Die Erde 2. Ja, ich war. Vier Beine, das ist echt nicht mehr. Wir sollen da hinkommen. Ja. Ja, Wurmlöcher, Wurmlöcher, ja, Wurmlöcher. Scheiße, Wurmlöcher, Wurmlöcher. Gibt es möglicherweise auf subatomarer Ebene für ein paar tausendstel Sekunden. Mach ich immer wieder. Achso, ja, das war noch was. Sein Fiction, findet euch damit ab. Jeder ist ein Science Fiction, total. Findet euch damit ab, wir kommen hier nicht weg. Und das ist auch keine Lösung, den ganzen Planeten nicht zu überlassen und sich dann zu verpissen. Genau. Ja. Kommt mal klar damit, regelt eure Angelegenheiten hier auf der Erde. Ja? Seht zu, dass er die Erde erhaltet als bewohnbaren Planet. Nicht wahr? Und da endlich auf zu ficken. Die Artikel sich vermehren. Überall. Jeder stumpfsinnige Kleps muss sich da vermehren heutzutage, nicht wahr? Ich habe eine Bekannte, die fickt rum, ja. Fickt seit Jahren um, hat zwei Blagen. Blagen. Ich war, hat sich zwei Blagen anhängen lassen. Sie weiß weder vom einen noch vom anderen Kind, wer der Vater ist, gell? Ja. Wir haben jetzt eine schöne Wohnung zu leben. Die kann sich schön zurücklehnen. Kriegt Geld vom Staat. Vom Staat? Hat eine schöne Wohnung gekriegt. In München und in Kriegen. So wird das nichts, wenn jeder nur noch egoistisch an sich denkt, sozusagen. Und dann machen die Kinder, machen sich keine Gedanken darüber, wie diese Kinder mal leben sollen. Ja? Ich meine, das.